irgendwie. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade an einem richtig geilen Gewässer mitten in Frankreich angekommen. Ich habe hier das letzte Mal vor 6 Jahren geangelt und ja, jetzt hat es mich hier wieder hingezogen, weil dieses Gewässer ist extrem schwer zu beangeln. Vor 6 Jahren haben wir hier in einer Woche keinen einzigen Fisch gefangen und ja, seitdem ging mir dieses Gewässer nicht mehr aus dem Kopf. Mittlerweile, glaube ich, habe ich ein bisschen was dazugelernt in der Zeit. Und deswegen hat es mich jetzt einfach gereizt. Ich bin 4 Tage hier, bin gerade auf der Durchreise. Dementsprechend habe ich schon wirklich ein bisschen Zeit, um hier zu angeln. Also 4 Nächte habe ich Zeit, um genau zu sein. Ich habe jetzt mein Zelt schon aufgebaut, weil hier hinter mir sieht gerade ein Gewitter auf. Und ja, das Gewässer ist mega geil. Es hat einen sehr kleinen Fischbestand. Also es sind wirklich sehr, sehr wenig Fische unterwegs. Trotzdem eine sehr große Wasserfläche. Also ich glaube, das Gewässer hat so 10, 11 Hektar. Und ja, ist komplett verkrautet bis oben hin. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich habe richtig Bock hier zu angeln. Ich habe extra das Futterboot mitgenommen, weil ich damit so ein bisschen unauffälliger die Routen legen kann. Weil ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wo wir hier waren, sind wir viel mit dem Boot rumgefahren, haben viel geguckt, wo die Fische stehen und haben die auch nicht wirklich gefunden. Aber durch dieses Bootgefahre hier in dem See, sind die Fische sehr unruhig geworden. Und dementsprechend habe ich jetzt mal das Futterboot dabei, werde entweder werfen oder das Futterboot verwenden in den nächsten Tagen. Zum Drillen habe ich dann trotzdem noch das Bellyboot, falls ich irgendwie einen Fisch festsetzen sollte im Kraut. Aber ja, jetzt werde ich erstmal aufbauen, alles herrichten, die Routen montieren und dann Stück für Stück die Routen reinlegen und vielleicht auch so 1, 2 Plätze schon mal füttern, wo ich jetzt nicht direkt drauf angel. Das kann vielleicht auch mal ganz gut sein. Mal gucken. Ihr solltet auf jeden Fall auch das Video bis zum Ende angucken, weil falls ich einen Fisch fangen sollte in diesem Video, könnt ihr am Ende was Geiles gewinnen. Es war auf jeden Fall sinnvoll, dass ich das Zelt direkt aufgebaut habe, weil jetzt ist das Gewitter da und es regnet wie aus Eimern. Aber ich bereite jetzt schon mal zumindest ein paar Rigs vor und sobald der Regen dann aufhört, fahre ich meine Routen raus. Drei meiner Routen liegen jetzt schon. Eine 4. könnte ich noch rauslegen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich nicht zu viele Schnüre hier über den See spannen möchte. Coolerweise habe ich schon einen Fisch rollen sehen, was richtig, richtig geil ist, weil das letzte Mal, wo ich hier war, war das wirklich nie der Fall. Da habe ich jetzt auch direkt eine Route drauf gefahren und die anderen Routen liegen einfach in Krautlöchern. Das hat mega gut funktioniert, mit dem Futterboot die Krautlöcher zu suchen. Da ist so ein kleines Echolot verbaut und ja. Jetzt heißt es abwarten. Mal sehen, wie lange. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Ordnung schaffen im Zelt und dann ordentlich was essen. Und dann erstmal einen ganz entspannten Mittagsschlaf machen, weil ich bin heute Morgen um 2 Uhr nachts losgefahren. Das war schon eine lange Fahrt hierher, es waren knapp 9 Stunden. Hatte mega viel Stau, weil jetzt beginnen die Ferien. Und ja, da ist viel los auf den Straßen. Ja, mittlerweile Tag 2 und es hat sich nicht viel getan seit gestern. Ich hatte bisher keinen Biss.
Die Fische zeigen sich nicht. Das Einzige, was konstant bleibt, ist das Wetter. Es regnet wieder. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, was ich noch ändern kann. Ich habe schon alles abgesucht. Ich bin locker fünfmal um den See gelaufen, um zu gucken, ob ich irgendwo Fische steigen sehe. Vielleicht stehen sie. Aber ja, bisher kein Erfolg. Ich habe aber noch 3 Nächte Zeit. Jetzt heißt es erstmal einfach abwarten. Ich lasse die Routen jetzt liegen. Die liegen seit gestern Abend. Und daran werde ich auch nichts verändern. Weil oftmals ist es natürlich auch so, dass die Fische dann erst viel später in den Bereich kommen. Die Hakenköder halten auch so lange. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, solange chill ich jetzt im Zelt, arbeite ein bisschen. Und ja, kreuz meine Finger, dass hier noch einer abläuft. Ja, der Zielfisch sieht anders aus, aber zumindest hat schon mal einer gebissen. Ein kleiner Walli. Ja, das wird heute auf jeden Fall noch interessant. Das ist jetzt schon der zweite Wels auf dem einen Spot. Ja, auf dem einzelnen Pop-up laufen hier die Fische raus. Ich habe schon wieder gedacht, es ist ein Karpfen. Aber anscheinend sind ja auch ordentlich viele Wälse unterwegs. Es ist komplett unglaublich, richtig wild. Seit gestern Abend scheint jetzt das erste Mal die Sonne. Den ganzen Tag über hat es geregnet. Und ja, vorhin habe ich die Route nochmal neu gefahren, weil ich einen Fisch habe rollen sehen. Einen Koi-Karpfen, wohl gesagt, einen Koi, also einen sehr, sehr hellen Schuppi. Habe einen Fisch rollen sehen. Bin mit einem Futterboot hingefahren, habe die Route gelegt, nur mit einem Helikopter-Rig und einem gelben Pop-Up. Und so ein bisschen Dosenmais noch mit rein, wirklich so eine halbe Handvoll. Und ja, habe die GoPro noch aufgestellt in weißer Voraussicht und jetzt hat tatsächlich ein Fisch gebissen und es ist ein Koi. Ich bin komplett durch. Der ist mega aktiv. Ich hoffe, ich lasse ihn jetzt nicht direkt frei aus Versehen. Aber ich zeige ihn euch mal. Schaut euch mal dieses Urgetüm an. Richtig schöner Ghostie. So ein Koi-Schuppenkarpfenverschnitt. Einfach ein richtig geiler Fisch. Sehr hell gefärbt. Besser kann es nicht laufen und das am zweiten Tag. Die Sonne scheint und es ist einfach gerade richtig geil hier. Yes! Ich springe hier gerade noch in Boxershorts rum, weil hier geht es gerade drunter und drüber. Die Route ist wieder abgelaufen und jetzt ist so ein richtiger Uri ans Band gegangen. Boah, was für ein fetter Fisch. Ganz schön deformiert. Geil. Trotzdem richtig geil. Ich habe mich jetzt schnell umgezogen. Ich war klitschnass. Puh, beide Routen liegen wieder. Ja, so schnell kann es gehen. Kurze Beißphase, die Fische laufen komplett an. Und ja, der Regen hat aufgehört. Wir haben blauen Himmel. Besser könnte es nicht laufen. Ich räume jetzt hier mal ein bisschen das Chaos auf und sortiere ein bisschen mein Zelt, weil da drin sieht es schon wieder aus nach einer Nacht, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Und dann starte ich auch direkt in die zweite Nacht. Ich werde jetzt heute nicht mehr allzu viel filmen. Morgen zeige ich euch dann mal, wie ich hier genau vorgehe, was für Rigs ich verwende, was für Köder, wie ich meine Stellen ausgewählt habe. Das Gewässer ist trotzdem ein bisschen speziell, was das angeht. Aber das erzähle ich euch alles morgen. Jetzt geht es erstmal in die zweite Nacht. Ich mache mir jetzt ordentlich noch was zu essen. Ja, die Fische haben jetzt wirklich Bock. Hier eine schöne Schleie. Dazu sage ich nicht nein.
auch ein richtig schönes Auge. Schau dir mal diesen Fisch an. Geil. Die zweite Nacht ist vorbei und gerade eben ist ein richtig schöner Schuppi rausgelaufen. Die ganze Nacht war es windstill und ruhig. Jetzt fängt wieder der Regen an. Ja, dann hat der Fisch gebissen. Ja, so sieht das den ganzen Tag aus. Ich sitze im Zelt und schaue nach außen, weil es regnet. Im Regelfall ist das Zelt auch zu, weil seit Montagmorgen, wo ich hier angekommen bin, hat es einfach komplett durchgeregnet. Gestern Abend war mal ein kurzes Zeitfenster, wo die Sonne geschienen hat. Da haben dann auch eben gleich die zwei Karpfen gebissen. Aber seitdem hat es wieder durchgeregnet. Jetzt heute Morgen ein bisschen aufgehört. Ist wieder ein Fisch abgelaufen. Und ja, jetzt scheint wieder die Sonne, wie man sieht. Und ich bin ganz guter Dinge, dass da wieder mal was passiert und vielleicht noch mal ein Karpfen abläuft. Gerade ist wieder ein Fisch abgelaufen. Der hat so Vollgas gegeben. Was für ein Fisch. Komplett. So Leute, ich habe gerade den Fisch gefangen, den man ja nicht mal in seinen kühnsten Träumen sich ausmalen kann. Schaut euch mal dieses Teil an. Der perfekte Koi-Karpfen aus einem perfekten Gewässer. Mehr geht nicht. Definitiv nicht. Alter Schwede. Was für ein geiler Fisch. Boah. Ich habe mich jetzt mal schnell umgezogen. Das heißt, es ist die Route wieder ins Rennen zu bringen. Ich bin mega aufgedreht gerade. Komplett wild. Ich sitze hier allein an dem See und habe gerade die übelste Party abgefeiert. Es war so ein kranker Fisch. Ey, ich sag's euch, richtig geil. Bin hier komplett im Modus. Hier scheint die Sonne. Und ja, ich lege jetzt die Route wieder raus. Das Futterboot fährt jetzt über den Autopiloten zurück an den Spot. Hier sehe ich dann direkt, was da außen alles abgeht auf dem Echolot. Ich habe hier einfach mein Handy eingespannt. Alle Infos zum Futterboot findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Wichtig ist, wenn man mit dem Futterboot angelt, dass man erst die Klappe öffnet, wo der Köder enthalten ist. Lass es dann an gestraffter Schnur absinken. Und dann fahre ich nochmal, je nachdem wie tief das Wasser ist, hier hat es nur 2,5 Meter, ein paar Meter zurück und öffne dann die zweite Klappe, am besten während der Fahrt, über meinem Hakenköder, dass sich das Futter gut verteilt.
Gibt's erstmal Abendessen. Jetzt wird gekocht. Zutaten für einen schnellen Salat beim Angeln. Ein Topf, ein Salat, der schon seit 6 Tagen im Auto liegt, aber ja, den muss man auch essen. Kurz schleudern zum Trocknen. Was ich nochmal ansprechen wollte, was ich vorhin vergessen habe, ich bin aufs Bellyboot gerannt und habe den Fisch gedrillt ohne Schwimmweste. Ich habe eine Schwimmweste dabei und ja, mir ist es auch erst außen aufgefallen, dass ich keine anhatte. Aber was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ich bin jetzt hier alleine, hier ist keine Menschenseele, immer eine Schwimmweste anziehen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so cool und es sieht auch meistens kacke aus, es stört auch. Oftmals, also ich habe auch nicht wirklich Bock, immer eine Schwimmweste anzuziehen. Aber gerade in solchen Fällen, auch nachts, vor allem nachts, immer eine Schwimmweste anziehen, wenn man aufs Boot geht beim Karpfenangeln. Klar, im Sommer, wenn es 25 Grad hat, der See warm ist und man mit Boxershorts da außen am Drillen ist, braucht man jetzt nicht unbedingt eine Schwimmweste. Aber wenn man nachts irgendwo reinfällt, ich habe das schon, mir ist es einmal passiert bisher, also gut. Es gibt noch einen anderen Clip, wo ich mal reingefallen bin, aber da bin ich direkt wieder raus. Aber mir ist es einmal passiert noch, dass ich nachts vom Schlauchboot in den Fluss reingefallen bin. Und es kam so unerwartet und plötzlich, ich bin kopfüber voraus, rein in den Fluss. Boot ist weggetrieben, mein kleines 2 Meter Schlauchboot hat sich umgedreht. Futtereimer hat es noch ausgeleert und ja, Rute habe ich auch verloren dabei. Komplett wilde Aktion, weil sich ein Fisch festgesetzt hat im Kraut. Ich versucht habe, den irgendwie rauszufriemeln. Der ist dann ausgestiegen und genau in dem Moment bin ich reingefallen. Richtig dumme Aktion, da ist aber alles nochmal gut gegangen. Aber es gibt auch ja, Tage, wo es eben nicht gut geht. Und deswegen immer eine Schwimmweste anziehen. Ein kurzer Zeitsprung, mittlerweile haben wir Tag 4 und schon späten Nachmittag. Gerade ist wieder eine schöne Schleie rausgelaufen. Die Karpfen lassen sich nicht wirklich blicken, dafür haben die Schleien Bock. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Platz wechseln. Das Auto ist beladen. Ich fahre jetzt nur ein paar Meter weiter, so ja, 120 Meter am See entlang, weil da werde ich für die letzte Nacht nochmal aufbauen. Weil in dem Bereich hier habe ich keinen Fisch mehr rollen sehen und ja, rechts im Seeteil, den ich von hier aus leider nicht beangeln kann, sind zumindest 2 Fische über den Tag hinweg gesprungen. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Deswegen ja, fahre ich da jetzt mal vor. Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, dass jetzt die wirklich fängigste Zeit im Sommer anfängt, nämlich die Nacht. Aber an dem See irgendwie fühlt sich das an, als würde alles aussterben. Weil ja, hier abends, wenn kein Wind geht, so wie gerade eben, einfach kein Fisch
irgendwie unterwegs ist. Keine Weißfische, nichts steigt. Es ist komplett spiegelglatte Oberfläche auf diesem See. Und dementsprechend vermute ich auch, dass die Karpfen nicht unbedingt so aktiv sind. Ich hatte nachts überhaupt keine Bisse, außer den einen Wels habe ich mal nachts gefangen. Aber sonst sind die Fische immer gegen Mittag hier abgelaufen. Das hat auch einen Vorteil natürlich, da kann man schön durchschlafen. Aber ja, nachts weiß man einfach, dass nicht allzu viel passiert. Obwohl ich natürlich trotzdem jede Nacht hoffe, dass einer abläuft. Ich habe jetzt soweit alles zusammengepackt, die Ruten waren nur noch im Wasser. Da ist tatsächlich noch mal einer abgelaufen. Das ist auf jeden Fall jetzt der letzte Fisch in diesem Video. Das war eine richtig geile Session. Besser hätte es nicht aufhören können. Geil. Ich sitze jetzt im Auto, bin mega happy. Echt ein geiler Abschluss, hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Und ja, ich fahre jetzt heim. Es war geil, hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, dieses Video anzugucken. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Like da zu lassen, wenn es euch wirklich gefallen hat. Kommentiert das Ganze auch mal und ihr könnt natürlich auch noch was gewinnen. Wir haben nämlich im Freestyle Fishing Shop jetzt einmalig zum allerletzten Mal den Mystery Bucket wieder im Shop. Und davon könnt ihr heute auch einen gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist wie immer ganz einfach, unten einfach einen Kommentar da lassen, vielleicht das Video an eure Freunde schicken oder so. Und dann nehmt ihr schon beim Gewinnspiel teil. In den nächsten zwei Wochen geben wir den Gewinner dann wieder in den Kommentaren bekannt. Und ja, dann macht ihr schon mit. Genau, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja, und schon sind wir am Ende des Videos angelangt. Checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung. Dort findet ihr jetzt den neuen Freestyle Fishing Mystery Bucket. Ha, ha, ha.